Hallo, hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Ihr seht es wahrscheinlich schon am Titel. Ich möchte diese Woche ein bisschen meinen Tagesablauf umkrempeln, also literally umkrempeln, weil ich quasi wirklich einmal komplett die Reihenfolge ändern möchte. Ich erkläre euch das gleich nochmal genauer. Auf jeden Fall ist heute Montag, das heißt, es ist wirklich auch der erste Tag, an dem ich das so ausprobiere und ich bin mal gespannt, wie das für mich funktioniert und ob das vielleicht mein Leben verändert. Mein bisheriger Tagesablauf war ja jetzt immer so, dass ich direkt morgens zum Sport gegangen bin, mich danach halt geduscht habe, fertig gemacht habe und dann so ab Mittag alle anderen Aufgaben des Tages erledigt habe, also Uni-Sachen gemacht habe und für die Arbeit, also für Social Media was gemacht habe. Ich hatte mir da aber nie so konkret irgendwie Zeiten eingeplant und irgendwie war es dann auch immer so, dass diese Uni-Sachen, weil ich ja ein Fernstudium mache und mir das alles so ein bisschen selber legen kann, demnach auch keine richtigen Verbindlichkeiten oder Deadlines habe, dass die dann immer als erstes hinten runtergefallen sind, weil ich da ja einfach keine konkreten Termine hatte. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Also das wollte ich auf jeden Fall mal ändern, dass ich da irgendwie mir feste Zeiten einplane, wann ich halt immer irgendwie was für die Uni mache. Genau das habe ich jetzt auch gemacht. Und zwar habe ich mir jetzt immer, zumindest Montag, Dienstag und Mittwoch, auf den Vormittag diese Uni-Blöcke gelegt von 3 Stunden, in denen ich wirklich nur was für die Uni machen möchte. Danach habe ich mir dann so Arbeitszeitblöcke gelegt, wo ich mir dann auch schon so ein bisschen eingetragen habe, was da jeweils jetzt zu tun ist diese Woche, also für Social Media, für Kooperationen, Produktionen und so weiter. Und ja, ansonsten meine Google-Kalender-Struktur kennt ihr ja so im Groben schon. Ich hatte da auch ein Video dazu gemacht, das kann ich euch gerne auch nochmal verlinken. Die größere Änderung ist jetzt eigentlich, dass ich den Sport zumindest unter der Woche auf den Abend gelegt habe und sogar auch relativ spät. Also ich versuche so 21 Uhr heute anzupeilen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert, weil ich ja sonst nie abends trainiert habe. Ich habe immer morgens oder mittags trainiert und ja, bin mal gespannt, ob das gut klappt. Mich hat es irgendwie schon eine ganze Weile gestört, dass ich durch den Sport am Morgen irgendwie immer erst ab Mittag so richtig dazu komme, meine To-Dos zu erledigen und man dann irgendwie schon das Gefühl hat, dass der halbe Tag rum ist, obwohl es ja erst Mittag ist und es eigentlich erst der viertelste Tag ist. Aber irgendwie war das für mich krass demotivierend und ich muss auch sagen, dass ich mich generell am Abend dann jetzt nicht mehr so motivieren konnte, was für die Uni zu machen. Und wie gesagt, deswegen halt meistens dann dieser Uni-Part so ein bisschen hinten runtergefallen ist, wenn halt andere Sachen am Tag anstanden. Und für mich ist es auch irgendwie so, dass ich die Sachen, für die ich am meisten Konzentration und Motivation brauche, schon auf den Vormittag legen muss, also auf den Morgen legen muss. Und bei Sport ist es eigentlich nicht so, dass ich da krass mich dazu motivieren muss, weil das für mich halt eher so Freizeit, Ausgleich, Spaß ist und ich das gerne mache. Und dann dachte ich mir so, ja, warum legst du das eigentlich morgens? Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Das kannst du auch abends hinlegen, weil ich wahrscheinlich auch abends Motivation haben werde, zum Sport zu gehen. Vor allem jetzt im Sommer, weil es ja erstens noch lange hell ist und zweitens ist es dann abends tendenziell ein bisschen kühler als so vormittags, mittags. Ich hatte generell in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl von den verschiedenen Bereichen meines Lebens, also Uni, Arbeit, Freizeit, Freunde, Sport, Haushalt, so ein bisschen überwältigt zu werden. Also ich habe irgendwie diese ganzen Bereiche in meinem Kopf nicht so richtig ordnen können und ich dachte mir, es ist vielleicht ein guter Schritt, sich wirklich für diese ganzen oder für einige Bereiche feste Zeiten einzuplanen, halt immer diese festen Uni-Blöcke, feste Arbeitszeitblöcke, in denen ich dann halt verschiedene Sachen für Social Media mache, also entweder Sachen produziere, Sachen schneide, irgendwelche Sachen besorge, die manchmal auch zu kaufen sind und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, ich nehme euch heute dabei mit. Ich werde mir jetzt erstmal Frühstück machen und habe mir jetzt hier schon so ein bisschen Porridge vorbereitet. Also ich hatte vorhin einfach 30 Gramm Haferflocken mit Wasser bedeckt und in der Mikrowelle quellen lassen und dann aber auch so ein bisschen abkühlen lassen, weil ich das eigentlich gerne heute mal kalt essen wollte, weil es ja jetzt eben heute ganz schön warm draußen ist und ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber wenn man dann auch noch was Warmes isst, dann kriege ich persönlich immer so Hitzewallungen und schwitze und zwar mehr nicht. Genau, und ich mache das jetzt hier mit meinem Birthday Chunky Flavor, also was ich zum Geburtstag bekommen habe, in Blueberry Cheesecake und gebe dann auch noch Marmelade mit rein. Ich habe jetzt hier einfach geschmacksneutrales Whey drin. Ist eigentlich so voll der Lifehack, wenn man eh Chunky Flavor oder so Geschmackspulver zu Hause hat, kann man sich ja eigentlich geschmacksneutrales Whey holen und das dann immer mischen. Also das werde ich jetzt wirklich einfach so machen. So, ich habe das jetzt hier alles einfach verrührt, dann gefrorene Blaubeeren draufgegeben und Kakaonips rüber gestreuselt.
und das Ganze dann noch mit Homemade Peanut Butter in Cinnamon Bun abgerundet. Also die hatte mir eine Freundin geschenkt und die ist so lecker und die ist leider schon wieder fast leer. Also ich glaube, bis hierhin ist noch was drin. Ich habe die erst eine Woche oder so. Danach habe ich mich direkt an mein Skript vom Modul Leadership 4.0 gesetzt und noch die letzten 3 Lektionen durchgearbeitet und zusammengefasst. Das mache ich immer so, dass ich unten mein Druckskript liegen habe und da wirklich auch händisch markiere. Irgendwie mag ich das ganz gerne in letzter Zeit und dann eben oben am Laptop meine Zusammenfassung schreibe. Einigen von euch ist ja auch schon auf Instagram aufgefallen, dass ich aktuell gar keine schönen Zusammenfassungen, also die so ein bisschen schön gestaltet sind, mit GoodNotes mehr mache, sondern einfach wirklich eine ganz normale Zusammenfassung mehr oder weniger in Google Docs schreibe. Es liegt in erster Linie an der Zeitkomponente. Also es dauert natürlich ein bisschen länger, so eine schöne Zusammenfassung zu machen, als so eine ganz normale, runtergeschriebene Zusammenfassung. Wobei ich sagen muss, dass sie auch ein bisschen anders ist. Und zwar schreibe ich die immer in Frage-Antwort-Form. Also ich schreibe jetzt nicht eine Überschrift und dann unten drunter die Stichpunkte, sondern ich versuche mir immer zu jedem Bereich so eine kleine Frage zu überlegen und darauf dann als Antwort die Stichpunkte zu schreiben. Ich habe das Gefühl, dass ich mir das so besser merken kann. Ich habe ja jetzt noch genau 2 Klausuren in diesem Studium, nämlich einmal die, also Leadership 4.0 und dann noch eine Klausur im Modul Social Media Research Methoden. Und mein Ziel ist es aktuell einfach, die so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, damit die weg sind und ich mich dann noch auf die 2 anderen Module und die Bachelorarbeit konzentrieren kann. Und genau, deswegen möchte ich natürlich bei der Zusammenfassung möglichst zeiteffizient arbeiten. Es ist mittlerweile kurz nach 15 Uhr und ich bin jetzt echt fix und fertig. Also ich habe jetzt noch komplett durchgezogen mit der Zusammenfassung mit dem Uni-Stuff, war auch eben noch auf dem Balkon. Das war eigentlich echt schön. Also ich habe jetzt auch ein bisschen Sonne noch abbekommen. Und damit ist jetzt endlich diese Zusammenfassung erstmal fertig. Also das war mir wichtig. Deswegen habe ich jetzt auch noch eine Stunde länger gemacht, als ich mir das heute eigentlich so geplant habe. Also ursprünglich wollte ich ja nur bis 14 Uhr Uni machen, dann Mittagessen und dann halt quasi mit meiner Arbeitszeit beginnen. Also ich habe da noch ein Food Diary zu schneiden, aber ja, das mache ich jetzt einfach dann später. Als es 14 Uhr war, hatte ich dann noch so 1,5 Lektionen vor mir und ich dachte mir so, ja gut, das schiebst du jetzt aber nicht auf morgen, sondern machst das jetzt einfach fertig und dann habe ich die Zusammenfassung jetzt wenigstens vollständig und kann mich in den nächsten Uni-Einheiten, also in den nächsten Tagen jetzt dann wirklich komplett auf das Lernen fokussieren. Das war mir wichtig, weil ich finde es immer schwierig, wenn man das so ein bisschen parallel macht und dann irgendwie immer beim Zusammenfassen in der einen Lektion ist und beim Lernen in der anderen. Das ist ja irgendwie wie wenn man so 2 Bücher gleichzeitig liest. Genau, und jetzt mache ich mir auf jeden Fall erstmal ein spätes Mittagessen, so nach 15 Uhr. Ich habe mir zum Mittagessen eine Bowl aus Süßkartoffeln, Räuchertofu, Brokkoli und diesem Dressing, was ich auch schon im Food Diary erwähnt habe, gemacht. Die Süßkartoffeln habe ich einfach in kleine Würfel geschnitten und dann in der Mikrowelle gegart. Den Brokkoli habe ich dann ganz normal gekocht und Räuchertofu schneide ich super gerne in so kleine Würfel, die ich dann scharf anbrate, damit die so ein bisschen noch ein Röstaroma auch bekommen und gebe dann auch gerne noch ein bisschen Ketchup und Barbecue-Soße dazu. Also ich finde, es schmeckt das richtig gut. Und das Dressing ist ja eben wie im Food Diary auch schon erwähnt aus Frischkäse, Senf, ein bisschen Süßstoff und ein bisschen Wasser. Und weil ich so spät Mittag gegessen habe, habe ich dann gleich noch einen Snack mit rangehangen. Und zwar war das ein Schokoproteinpudding mit einer Banane, so einem 7-Korn-Müsli, Kakaonips und Erdnussmus. Wenn die Sonne dann nachmittags anfängt, so ein bisschen in meine Wohnung einzuscheinen, weiß ich, okay, es ist jetzt an der Zeit für den 2. Iced Coffee des Tages. Weil viele fragen mich immer, wie ich den mache, aber das ist jetzt auch wirklich nichts Großartiges. Also ich fülle immer ein Glas mit Eiswürfeln bis oben hin voll und mache dann so einen doppelten Espresso-Shot mit meiner Siebträgermaschine und mache dann auch noch so ein bisschen Wasser dazu, also so, dass es ungefähr ja, 150 Milliliter Flüssigkeit sind, gieße es dann einfach da drauf und dann mische ich noch Mandelmilch mit ein bisschen Salted Caramel Chunky Flavor und ja, gebe die dann auch noch oben drüber und das war es auch schon. Und dann ging es weiter an den Videoschnitt. Ich habe da gerade noch das Food Diary, was ich jetzt vor 2 Tagen hochgeladen hatte, bearbeitet. Also einmal das Video geschnitten und dann auch das Thumbnail erstellt. Meine Thumbnails erstelle ich übrigens immer in Canva und meine Videos für YouTube schneide ich in Final Cut Pro. Also da kommen auch immer mal wieder Fragen danach. Und zum Beispiel diese kleinen Zwischensequenzen von Food Diaries erstelle ich auch in Canva, also mit diesen bewegten Dingern da. Nebenbei habe ich dann irgendwie auch noch Wäsche gewaschen und die zwischendurch auch noch aufgehängt. Und dann gab es auch schon Abendessen. Da habe ich mir so ein Pilzrisotto mit Walnüssen und Honig gemacht. Das war auch richtig gut. Da kann ich euch mal das Rezept oder Rezept in Anführungszeichen, es sind eher so ein paar Schritte, die ich gemacht habe, in die Infobox schreiben. So Freunde, ich mache mich jetzt auf den Weg ins Gym. Ich wollte eigentlich gerade noch meine Jacke drüber ziehen, aber es ist immer noch 23 Grad draußen. Deswegen ziehen wir die jetzt erstmal nicht an, aber auf dem Rückweg brauche ich die dann bestimmt. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es läuft. Also es ist jetzt auch mein erstes Training nach 1,5 Wochen Krankheitspause. Also ich war ja erkältet. Das heißt, es kann sein, dass es alleine deswegen nicht so gut läuft. Also ich werde der ganzen Sache mit abends trainieren gehen auf jeden Fall jetzt so ein paar Tage eine Chance geben. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass es ein gutes Training wird, weil ich fühle mich jetzt
gerade sehr energized und ich glaube auch, dass ich mich jetzt so insgesamt gerade mehr aufs Training freuen kann, weil ich weiß, okay, es ist jetzt nur noch das und so, dann kann ich halt auch mir Zeit lassen, kann ein bisschen rumdampern und habe halt nicht danach noch den ganzen Tag irgendwie was zu tun, was ja sonst so der Fall ist, wenn ich morgens trainieren gehe. Ich trainiere heute übrigens Oberkörper, also das ist immer das Training, mit dem ich einsteige nach einer längeren Pause und ich habe heute... Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich habe einen kleinen Periodenbauch, weil ich heute meine Tage bekommen habe. Aber das hindert uns nicht. Ich habe vor kurzem endlich auch mal angefangen, so ein bisschen Mobility und dynamisches Aufwärmen in meine Sportroutine zu integrieren. Das habe ich ehrlicherweise ganz schön lange vernachlässigt. Also ich habe mich nie gedehnt und nie irgendwie Gelenke aufgewärmt und so weiter. Und ich dachte mir, jetzt wird es langsam mal Zeit. Du wirst auch nicht jünger. Und hier seht ihr meine Routine für den Oberkörper. Ich hatte vor ein paar Wochen mal mit Celine, also mit einer guten Freundin von mir, zusammen trainiert. Und sie hatte mir quasi ihre Mobility-Routine für den Oberkörper gezeigt. Und genau das mache ich jetzt einfach immer. Ich kann euch dazu leider nicht so viel erklären, weil ich da auch nicht so die Ahnung habe. Ich mache halt einfach das, was sie gemacht hat und das funktioniert gut für mich und ich habe wirklich auch das Gefühl, dass ich dadurch besser die Übungen dann hinterher ausführen kann. Und nach der Mobility-Routine war ich dann auch noch auf dem Ruderergometer und habe mich da 10 Minuten aufgewärmt. Diese Supersätze mache ich super gerne, weil dieses Gerät bei mir im Gym auch gefühlt immer frei ist. Also ich mache quasi 8 bis 10 Klimmzüge mit so ein bisschen Hilfsgewicht und dann direkt danach ohne Pause 8 bis 10 Dips. Also das nennt man eben einen Supersatz, wenn die Übungen direkt hintereinander ausgeführt werden. Dann mache ich 2 bis 3 Minuten Satzpause und dann kommt der nächste Satz und davon mache ich 4 Sätze, wie von jeder Übung und von jeder Übung auch 8 bis 10 Wiederholungen. Dann habe ich noch Rudern am Kabelturm gemacht und war dann noch an der Shoulder Press und das war es auch schon. Also meine Oberkörpertrainings sind absolut keine Rocket Science und vor allem auch nicht mit 1000 Übungen verbunden, sondern ich mag es simpel und mit wenigen Übungen und trotzdem ist das Ganze effektiv. Heute ist jetzt schon Sonntag und es ist gerade einfach unfassbar dunkel in meiner Wohnung. Ich gehe mal ans Fenster, damit ihr hier überhaupt ein bisschen was seht. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch so einen Unterschied bemerkt in meiner Kameraführung. Ich habe nämlich mal was besorgt, was ich jetzt eigentlich schon seit einer Weile haben wollte, weil ich gemerkt habe, dass es einfach so von meiner Armlänge nicht reicht für diese Kamera. Und zwar ist das ein guter alter Selfie-Stick. Ich habe jetzt den Selfie-Stick an meiner Kamera dran und kann euch jetzt so ein bisschen weiter weghalten, damit ihr halt auch so ein bisschen mehr vom Hintergrund seht und mein Gesicht auch nicht so nah dran. Das wollen wir ja nicht. Ich wollte euch ganz gerne jetzt nochmal so ein Feedback nach einer Woche geben, wie das mit dieser neuen Routine für mich funktioniert hat. Und ich muss sagen, dass das echt ein bisschen Gamechanger ist für mich. Also irgendwie habe ich jetzt den Abend insbesondere so voll für mich entdeckt, egal ob ich jetzt in der Zeit ins Gym gehe, das mache ich ja an den meisten Tagen. Manchmal habe ich aber auch an dem Abend dann einfach ganz in Ruhe und konzentriert entweder gelernt oder auch Video geschnitten. Also irgendwie ist es der Abend für mich, weil einen da einfach dann so zumindest nach 22, 23 Uhr niemand mehr stören kann. Ich habe demnach jetzt auch, und das habe ich, glaube ich, am Anfang gar nicht so richtig erzählt, meinen Schlafrhythmus umgestellt, nämlich auf 1.30 Uhr rum schlafen gehen und 9 Uhr rum aufstehen. Sonst habe ich ja immer versucht, irgendwie so 23 Uhr schlafen zu gehen und 7.30 Uhr aufzustehen. Und das Ding ist, ich hatte wirklich mein Leben lang schon Probleme damit, früh ins Bett zu gehen, wenn ich halt früh aufstehen muss. Oder was heißt früh, 7.30 Uhr ist jetzt nicht super früh, aber zum Beispiel zur Schulzeit bin ich ja 5.30 Uhr aufgestanden. Und man würde ja meinen, dass man dann halt automatisch irgendwie 22 Uhr müde wird, wenn man immer 5.30 Uhr aufsteht. Aber nee, bei mir war das einfach nicht so. Ich habe irgendwie so ein inneres Ding, dass ich einfach nicht vor 0 Uhr überhaupt so ein bisschen müde werde. Also außer ich habe irgendwie die letzte Nacht gar nicht geschlafen oder so. Und dann dachte ich mir so, ey, bevor du dich jetzt jedes Mal aufs Neue irgendwie versuchst, um 23 Uhr, 0 Uhr schon ins Bett zu legen, dann noch eine Stunde rumwälzt oder noch länger und nicht schlafen kannst, kannst du doch lieber einfach später ins Bett gehen, wenn du wirklich müde bist und diese Zeit noch sinnvoll nutzen. Also unterm Strich funktioniert diese neue Routine wirklich richtig gut für mich, vor allem, weil ich dadurch jetzt auch immer mir mal so die Nachmittage ein bisschen freischaufeln kann an manchen Tagen, an denen ich jetzt halt nichts zu produzieren oder zu schneiden habe und kann dann zum Beispiel mit Freunden an den See fahren. Das habe ich jetzt letzten Dienstag mit einer Freundin gemacht und habe dann einfach den Abend noch für mich genutzt, war dann abends im Gym und habe am Abend noch ein bisschen Uni gemacht, glaube ich. Und ja, das ist für mich gerade irgendwie einfach perfekt. Und ich muss auch generell sagen, ich bin zum einen so ein krasser Routinemensch. Also ich brauche schon so bestimmte Routinen einfach in meinem Alltag. Aber es funktioniert für mich irgendwie nicht, eine Routine zu lange durchzuziehen, zu lange immer das Gleiche zu machen. Also irgendwann brauche ich dann mal so einen Switch, wo ich dann einmal meine komplette Routine über den Haufen werfe und das irgendwie ganz anders mache. Das letzte Mal gab es diesen Switch ja letztes Jahr im September. Ich hatte ja damals eben immer mittags so meine Gym-Session eingebaut und habe vorher noch gelernt und danach dann irgendwie was anderes noch gemacht, also gearbeitet oder so. Und dann ging das ja los, dass ich halt direkt nach dem Aufstehen ins Gym gegangen bin. Und das
das war irgendwie auch so direkt irgendwie so ein neues Lebensgefühl, ich weiß nicht. Also vielleicht inspiriert euch dieses Video ja dazu, auch mal eure Routine so ein bisschen zu drehen und so ein bisschen zu überlegen, okay, könnte ich hier vielleicht noch was optimieren? Boah, ein Träumchen, jetzt kommt hier sogar doch noch ein bisschen die Sonne raus. Ja, ich fand auf jeden Fall diesen Wandel in der Routine jetzt bisher sehr erfrischend und was ja auch ein wichtiger Punkt ist, weshalb ich das Ganze ja auch mehr oder weniger so angestoßen habe, ist die Thematik mit der Uni, also dass ich irgendwie ja vorher nicht so richtig mir regelmäßige Zeiten für die Uni gelegt habe, beziehungsweise die immer am Ende des Tages lagen und das dann halt manchmal einfach hinten runtergefallen ist, wenn abends irgendwie was anstand oder ich halt einfach meine anderen To-Dos nicht geschafft habe. Und es hat diese Woche wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe jeden Tag was für die Uni gemacht und habe auch echt viel geschafft in den Zeiten, die ich mir da geblockt habe für meinen Unikram. Und ich werde jetzt auch nächste Woche dann endlich meine Klausur schreiben, also voraussichtlich am Donnerstag. Ich denke, das schaffe ich auch, weil ich jetzt eigentlich fast nur noch wiederholen muss, also fast nichts mehr neu lernen. Und ja, das ist dann tatsächlich meine vorletzte Klausur im Studium. Das war es dann an der Stelle auch mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch, wie gesagt, inspiriert, eure Routine selber mal so ein bisschen neu zu gestalten. Ihr könnt mir übrigens sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie so euer typischer Tagesablauf ist. Also wann ihr was macht, wenn ihr zum Beispiel ins Gym geht, ob ihr das irgendwie morgens macht, vor der Uni, vor der Arbeit oder lieber abends oder irgendwie in der Mittagspause und wie ihr halt euren Tag so gestaltet. Ich bin immer voll interessiert daran, wie halt andere Menschen ihren Tag so strukturieren. Genau, ansonsten wünsche ich euch wie immer noch eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.